Bei der erfolgreichen Umsetzung der Energie- und Wärmewende kann ein Baustein entscheidend sein, der gleichzeitig das häufigste Element in unserem Sonnensystem ist. Der Wasserstoff. Anders als im Weltall kommt Wasserstoff auf der Erde hauptsächlich in gebundener Form vor. Er steckt in fossilen Rohstoffen wie Erdgas und Erdöl und der Hälfte aller bekannter Mineralien. Aber vor allem in Wasser. Wird er mit Hilfe von aus erneuerbarer Energie erzeugtem Strom aus dem Wasser gewonnen, spricht man von grünem Wasserstoff. Da bei seinem Gewinnungsprozess und bei seiner Verbrennung kein CO2 anfällt, gilt die Nutzung von grünem Wasserstoff als klimaneutral. Die regionalen Energieversorger nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein. Sie liefern den grünen Strom aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen, mit dem Wasserstoff mittels Elektrolyse lokal hergestellt werden kann. Außerdem betreiben sie eine leistungsfähige Gasinfrastruktur, die für den Transport und die Speicherung von 100% Wasserstoff umgerüstet werden kann. So kann Wasserstoff in energieintensiven Wirtschaftszweigen wie der Stahlindustrie, der chemischen Industrie, aber auch bei regionalen Gewerbetreibenden und dem Verkehr zukünftig zu einer deutlichen Reduktion von Emissionen führen. Aber auch bei uns zu Hause kann Wasserstoff zukünftig eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel bei der Wärmeversorgung. Denn ein großer Teil aller Emissionen entsteht durch das Beheizen und Kühlen von Gebäuden und der Warmwasserbereitstellung. Bereits heute verfügen die Energieversorgungsunternehmen der Thyga-Gruppe über das technische Know-how, unsere bestehende Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen. Einer Zukunft mit Wasserstoff. Einer Zukunft, die für uns alle lebenswert ist.